Hallo, ich möchte gerne ein paar technische Informationen zur Vorbereitung von die Testkits für die Nasenflügeltests geben. Und dementsprechend wird an jeder Schule die Testkonfiguration der Firma Roche ausgeliefert. Hier in der Schachtel befindet sich eigentlich alles, was für das Testergebnis wichtig ist. Wir fangen an. Es gibt eine mehrsprachige Einleitung des Herstellers, die sehr umfangreich ist. Es gibt diese zwei Teststreifen, die wir normalerweise nicht benutzen und wir im Moment so auf die Seite legen können. Dann haben wir zwei Plastikunterlagen, die wir später dann für das Vorbereiten der Teströhrchen brauchen. Wir haben die Pufferlösung schon abgepackt in den luftdichten Beutel. Den öffnen wir. Und finden darin die einzelnen Testbehälter, wo schon die Flüssigkeit verpackt ist. Die kann man in der Zwischenzeit dann vorbereiten. Voröffnen, damit wir sie dann beim Testen schon gleich verwenden können. Wir haben die Stäbchen, die wir jedem Schüler dann in die Hand geben und er sich dann selber die Nasenflügel nach Anleitung dementsprechend abklatscht. Und wir haben die Testkassetten, die was geöffnet werden. Ganz wichtig, im Innenteil befindet sich die Testkassette und gleichzeitig eine Kontrollverpackung. Das Gel auf der Innenseite muss die Farbe gelb aufweisen. Wenn es grün wäre, wäre die dementsprechende Testkassette nicht zu verwenden. Wir haben pro Schachtel 25 Testkits dabei. Können mit dem also 25 Kinder testen. Zum Vorbereiten, die Pufferlösung befindet sich bereits in diesen Röhrchen. Zum Öffnen einfach die Abdeckung lösen und dann in diesen Kunststoff dementsprechend schon vorbereiten. Versuchen, so stabil wie möglich das Ganze aufzubereiten und ich mache jetzt noch eine dritte Testlösung auf, damit wir dann auch das dementsprechend auch verwenden können. Gut, vorbereitet hätten wir jetzt alles. Pro Testkassette brauchen wir einen A4-Bogen, wo dann auch die Testkassette draufgelegt wird und somit der Name des Schülers zur Testkassette passt und dementsprechend eine Verwechslung nicht möglich ist. Ganz wichtig jetzt zum Stäbchen an sich. Es wird geöffnet. Sauber arbeiten ist hier die Devise. Wenn der Schüler zu Ihnen kommt, dann einfach dem Schüler das in die Hand geben. Der Schüler entnimmt das Ganze und vorne in dem Bereich, wo das Abklatschmaterial drauf ist, bringt der Schüler dann das Ganze in eine Nasenöffnung, kreist viermal in einer Nasenöffnung, nimmt die zweite Öffnung, kreist wiederum viermal, so dass der Testbereich schön in den Innenbereich der Haut kreist und dementsprechend die Flüssigkeit aufnimmt. Wir nehmen dann das Ganze, bringen den Streifen in die Lösung und durch Drehbewegungen bringen wir jetzt Lösung auf das Teststäbchen und somit wird das Ganze in der Lösung dementsprechend vorbereitet. Ganz wichtig auch, am Ende das nochmal gut abstreifen, so dass auch die Flüssigkeit
aus dem Stäbchenbereich vorne komplett im Röhrchen sich befindet. Das ist dann zum Müll normal zu entsorgen und wird dementsprechend dann in den Müllkübel gegeben. Wir brauchen jetzt dementsprechend einen Tropfenzähler, der auf das Röhrchen aufgebracht wird, nehmen den Teststreifen und füllen jetzt in den runden Bereich 4 Tropfen von der Lösung auf den Streifen. 1, 2, 3 und 4. Die Testkassette ist jetzt soweit vorbereitet, dass wir mit einem Testergebnis in 15 Minuten rechnen können. Also müssen wir die Zeit festhalten und der auf das Dokument hinschreiben, damit wir nach 15 Minuten das Testergebnis positiv oder negativ ablesen können. So, das wäre das Testverfahren in Kürze gewesen. Wir haben schon vorbereitet und könnten somit für die nächsten Probanden bereits weitermachen.